Herzlich willkommen, liebe Camperkanal-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Griechenland-Video. Zwei Nächte haben wir auf dem netten Stellplatz Olive Tree in der Nähe von Korinth verbracht, bevor ein Platz in Athen für uns frei wurde. Heute fahren wir ausnahmsweise mal ein kleines Stück Autobahn, was in Griechenland nicht ganz billig ist. Eine Zahl vorweg, rund die Hälfte aller Griechen wohnt im Großraum Athen. Wir sind gespannt. Unser Ziel ist der Campingplatz Athens in einem Vorort von Athen. Man steht hier dicht, aber schattig. Und wir werden umfangreich mit Informationen zu unserem Athen-Besuch ausgestattet. Eine China-Reisegruppe steht außerdem auf dem Platz. Insgesamt ist die Gruppe dieses Jahr 160 Tage unterwegs. Deswegen haben wir nicht sofort einen Platz bekommen. Der Campingplatz liegt an einer vielbefahrenen Ausfahrtstraße. Und zum Bus in die Stadt muss man über diese Straße hinweg. Aber es geht. Wir wählen ein 5-Tages-Ticket für Bahn und Bus. Obwohl wir nur 3 Nächte hier sein werden, ist es für uns die preisgünstigste Lösung. Um zur Akropolis zu gelangen, müssen wir vom Bus in die Metro umsteigen. Die Metrostationen in Athen sind hell und freundlich. Durch Auflegen des Tickets checkt man an den Schranken ein und aus. Und wenn ihr mal nicht mehr weiter wisst, könnt ihr sicher sein, dass ihr ziemlich schnell angesprochen werdet, ob ihr Hilfe benötigt. Naja, und Exodus heißt Ausgang. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Wir haben online Kombi-Tickets für 2 Tage, Hop-on, Hop-off-Bus und den Eintritt für die Akropolis gebucht. Nächster Halt Akropolis. Die Akropolis muss jedoch erst einmal warten. Wir machen mit dem Bus eine 1,5-stündige Stadtrundfahrt, um einen Überblick zu bekommen. Wir kommen an allen wichtigen Hotspots vorbei und könnten ein- und aussteigen. Und ich freue mich natürlich über die vielen Trolleybusse, die ich hier in Athen sehe. Fahrradfahren wird in Athen eher belächelt und ist auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen bleiben unsere Fahrräder auf dem Campingplatz. Ja, und warum ich unseren Akropolis-Besuch auf 12 Uhr mittags gebucht habe, weiß ich auch nicht mehr. Schön blöd. Es sind 27 Grad und wir schwitzen, was das Zeug hält. Wir schauen zunächst ins Odeon des Herodes Atticus, in dem viele Aufführungen stattfinden. Dann geht es durch einen echten Engpass und eintretende und austretende Besucherströme werden aneinander vorbeigeführt. Geschafft! Zum Glück geht hier oben ein leichter Wind und der Parthenon als Tempel der Stadtgöttin Athene liegt jetzt vor uns. Wir beobachten umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten. Und hier kann man erkennen, wie alte und neue Bauteile zusammengefügt wurden. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich zuerst filmen soll. Die antiken Tempel oder die atemberaubende Aussicht auf die Stadt. Athen zieht sie hin bis in den Horizont. Oder die Menschen, die sich zum Teil gestresst über diesen Berg drängeln. Auch wir sind gestresst, als wir diesen ultimativen Athen-Hotspot wieder verlassen. Aber ein Erlebnis war es trotzdem. Und von Ferne sieht die Akropolis fast genauso beeindruckend aus. Es gibt mehrere Hügel, von denen aus man einen guten Ausblick auf die Akropolis hat. Oder eben der Rooftop des Hondo Centers. Eine passende Location und ein guter Anlass für ein Frühstück oder einen Sundowner. Sowie ein Schnappschuss des liebsten Kindes der Athen-Touristen. Wir haben während unseres High-Noon-Besuchs der Akropolis ordentlich Sonne abbekommen und suchen uns nun in der Plaka, der Altstadt Athens, einen Platz. Und endlich einen Schattenplatz gefunden. Wusstet ihr, dass es mitten in Athen ein Dorf gibt? Anaphiotika liegt direkt am Fuß des Akropolis-Hügels. Man muss allerdings ein bisschen klettern. Manchmal hat man das Gefühl, hier geht es gar nicht weiter. So eng und verwinkelt sind die Gassen. Aber dann geht es doch. Wir sind heute hier oben fast alleine. Und wir sind völlig verzaubert von den Eindrücken, der Atmosphäre und der Ruhe dieses kleinen dörflichen Juwels mitten in einer so großen und lauten Stadt.
Nur ein paar Straßen weiter sieht es völlig anders aus. Restaurants, Kneipen, Boutiquen sowie Souvenirläden locken die Touristenströme an. Naja, wir gehören ja schließlich auch dazu und lassen uns eine Weile mittreiben. Wir gehen weiter über die Pandrosso und fühlen uns fast wie auf einem Basar. Vielleicht noch eine Bouzouki kaufen. Es gibt sie fast in allen Größen. Kunterbuntes und lautstarkes Leben um Monastiraki herum. Es gibt hier einen Flohmarkt und die Markthalle ist nicht weit entfernt. Und es wird hier Musik gemacht. Gleich nebenan die Ermo, wohl die längste Einkaufsstraße Athens. Eine ganz andere Welt, der Stadtteil Exarchia. Wir sind ein wenig traurig, dass wir ihn erst zum Schluss entdeckt haben. Es ist ein Stadtteil der Studenten, Intellektuellen und Künstler. Und schön ist es hier nicht überall. Aber er hat Atmosphäre. Alternativ, links und avantgardistisch. In den Bars und Clubs finden Live-Konzerte statt. Etwa griechischer Blues, Jazz und Punk. Hier gibt es in den Straßenwandmalereien mit politischer Botschaft anarchistische Buchläden und Geschäfte für seltene Platten. Schon traditionell nehmen hier Protestaktionen und Demonstrationen ihren Ausgang. Allerdings macht auch immer wieder der Drogenhandel Probleme. Polizei ist hier fast überall präsent. Auf der anderen Seite verströmen viele Straßen mit üppigem grünem Bewuchs sowie mit einfachen, mediterranen und vegetarischen Lokalen und gemütlichen Tavernen ein fast dörfliches Ambiente. Auch wir wären hier gerne eingekehrt, aber leider haben wir heute schon gegessen. Exarchia, ein spannender Stadtteil direkt hinter der Universität. Kontrastprogramm. Der Nationalgarten direkt neben dem Parlament. Verwunschene Wege, eine internationale Pflanzenwelt und erstaunliche kleine Ecken. Wir haben in Athen fast alles erlebt. Hektik, verstopfte Straßen, Lautstärke, Hitze, aber auch Ruhe, sehr viel freundliche Menschen und ganz viel Atmosphäre. Morgen geht's weiter. Ich sage Tschüss und bis bald!